Stunden runst du ja selber nicht. Ich habe jetzt einmal nur für die Trophäe gerannt, also ach so. Jetzt wirklich nicht so. Okay, also ich kann mich nur ans Leaderboard erinnern. Da stand bei dir Teil 2 und Teil 3 drin. Mhm. Deswegen. Oh, da sehen wir übrigens schon ein Spiel. Dann bin ich wieder weg. Ciao. Oh, ciao, ciao. Bei Oscari und Brad Tatum. So, dann stellen wir das Leaderboard noch öffnen, falls da mal irgendwie die Fragen kommen, dann kann ich gleich nachgucken. Das ist welche Kategorie? Any Percent PS4 No Airwalk. Achso, das ist quasi die Hauptkategorie auch in dem Spiel, so wie es aussieht. Wenn es Airwalk wäre, wären wir in 20 Minuten durch, ich sag mal so. Okay, so time starts when wow. I skip the first cutscene. So, starting 3, 2, 1, go. Und los geht's. Jo. Okay, so. Na, jetzt hier ist wieder erstes Kapitel mal wieder. Nicht wirklich was mit Speedrun, Glitches oder so. This chapter is pretty straightforward. Außer, dass man halt, ja, die Gegner abknallt. Ist durch den Schwierigkeitsgrad wieder so, dass man die, ja. Leicht zwei Schüsse braucht, um die zu töten. Und durch den Schwierigkeitsgrad kommt nochmal so ein bisschen Auto-Aim dazu, dass man halt direkt ja, auf den Gegner drauf ist meistens. Mhm. Das kam ja ursprünglich für die PS3 raus, richtig? Ja, genau. Ja, 2007 kam die PS3. Ah ja, okay, ja, dann definitiv PS3. Wie groß sind die Unterschiede zwischen PS3 und PS4-Version? Ja. Bis auf, dass die PS3-Version 720p 30 FPS ist und die PS4-Version 1080p 60 ist. Ja, ein paar Grafikunterschiede. Das ist in Uncharted 1 natürlich der größte Unterschied, weil da ist ja der größte Sprung dadurch. Aber sonst eigentlich nicht so viele Unterschiede. Okay. Ist halt, das Gameplay ist genau das gleiche. Ja gut, apropos Gameplay, man hat in Uncharted 1 auf der PS3 eine unterschiedliche Steuerung. Das ist aber generell, jetzt wurden die Uncharted 1, 2 und 3 haben auf der PS3 alle eine unterschiedliche Steuerung gehabt, so ein bisschen zumindest. Und ja, dann auf der PS4 wurden die halt alle ja, zur gleichen Steuerung gemacht. So vereinheitlicht quasi. Ja, genau. Okay. Natürlich gut, wenn man so die Reihe am Stück mal spielt, muss man sich nicht jedes Mal umgewöhnen. Ja, zum Beispiel, wenn man Uncharted 1 gespielt hat. Da waren noch, die Granaten galten noch als sozusagen eine dritte Waffe. Das heißt, man musste die Granaten einzeln auswählen. Man konnte die nicht blind werfen irgendwo hin. Mhm. Also dann an Shadow 2 konnte man die immerhin schon blind werfen. Also. Da haben wir übrigens gerade den ersten Skip gesehen. Ja, genau, das ist der Aim-Clipping, heißt das. Mhm. Das heißt, das ist der, den ich letztens schon erklärt habe, mit dem man stellt sich neben eine Wand, zielt parallel dazu ungefähr auf den Boden, spammt dann den Aim-Button, läuft gleichzeitig in die Wand rein, dann, ja, glitscht man sich in die Wand rein. Ich weiß es nicht, dass es PS3 geht das viel einfacher, weil man muss das, weiß nicht, was da der Unterschied nochmal genau war, entweder man muss das langsamer machen. Ich denke mal, das macht Sinn wegen den Frames per Second, glaube ich, war das. Mhm. Deswegen war es halt auf PS3 einfacher, aber es gibt auch generell ja, verschiedene Glitches, die in der PS4-Version funktionieren, die in der PS3-Version nicht funktionieren. In der PS3-Version weiß ich jetzt nicht, ob es da Glitches gab, die in der PS4-Version nicht funktionieren. Ja, genau so, die in der PS4-Version nicht funktionieren, aber ich glaube eigentlich, da funktioniert alles so. Ich meine, von den Zeiten auf dem Leaderboard, wenn ich jetzt mal nur AnyPercent mir angucke, ist die PS3-Version um einiges langsamer, aber das kann auch daran liegen, dass es einfach nicht so gut optimiert ist. Mhm. Also PS3 wären halt 44 Minuten 16 Sekunden und PS4 dann 35 Minuten 47 Sekunden. Also ja, das sagen wir 9 Minuten ungefähr. Ja. Oder 8,5 so. Aber wie gesagt, das kann auch an der Optimierung liegen. Ja, es wurden jetzt auch allein schon von der PS4-Version, wenn als die PS4-Version rausgekommen ist, gab es da ein paar ja, Bugs, Glitches, die man verwenden konnte für Speedruns, weiß ich nicht genau, ich denke mal schon. Und auch, ja, die wurden halt mit einem Update für die PS4-Version alleine gefixt. Und jetzt hier war gerade der nächste Glitch, das war, man stellt sich dann da in die eine Ecke hin, dann ist
ja, wie soll ich das erklären? Da ist die Wand, auf der anderen Seite geht es dann so ein bisschen höher, da ist so, ja, ein liegender Stein, wo halt die Collision ein bisschen höher ist. Dann rollt man da in die Richtung nach rechts, wo das halt, ja, der Boden ein bisschen höher ist und springt so schnell wie möglich nach links, dass man da, ja, den Sprung schaffen kann, weil man musste halt von einem höheren Punkt hochspringen, weil sonst könnte man den Sprung nicht schaffen, weil der zu hoch ist. Und man kommt normal auf diese Collision-Box, die da ein bisschen höher war auf dem Boden, normalerweise nicht drauf, weil, ja, man kann da nicht stehen, man würde da runterrutschen. Mhm. Hier muss man halt diesen, ja, Rollen machen. Jetzt okay. Hier ist wieder der End-Clipping-Glitch, der wird generell in dem Spiel, ja, sehr häufig verwendet. Das ist... Ich kann mich noch dunkel daran erinnern. Also ich hatte ja so ein paar Runs von Xone ab und zu mal gesehen. Mhm. Und das, woran ich zuerst denke bei dem Speedrun, ist halt dieses durch die Wand durch. Ja. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man durch die Wand durch kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf einer schwierigen Schwierigkeitsgrad spielt, dann kommt später eine Stelle. Mhm. Da kann man zwei verschiedene Glitches benutzen, um durch die Wand zu kommen. Bei einem kommt man halt einfach nur durch die Wand, ohne die, ja, jetzt mit so einer Kette öffnen zu müssen. Dann spawnen aber trotzdem noch alle Gegner. Bei einem anderen Glitch, wenn man den richtig macht, spawnen dann halt die Gegner nicht. Das ist dann, ja, cool, wenn man irgendwie auf extrem schwierig oder so durchspielt. Übrigens, da das, oder ich gucke erstmal, ob das VR-Command mittlerweile wieder funktioniert. Ah ja, funktioniert wieder. Okay, dann brauche ich jetzt nicht vorlesen, wo der VR liegt und wo die PB liegt von Wildfire. Was ich ergänzen kann, ist halt, dass Wildfire mit seiner PB auf Platz 7 liegt. So zwischen Platz 3 und 4, da gibt es noch einen größeren Sprung. Ansonsten ist das alles mal relativ dicht beieinander. Brad, would you like to talk about this area that we're in right now and why it's one of the worst parts of this chapter? Ich finde es cool, dass die Taschenlampe quasi so vor dem Bauch geschnallt ist. Das ist tatsächlich mal eine logische Erklärung dafür, dass man die ganze Zeit, obwohl beide Hände voll sind, immer noch Licht vor sich hat. Ja gut, logisch ist es jetzt, warte. Entweder das war in Uncharted 3 und 2 so, weil wenn man sich halt umguckt und dann Nate sozusagen in die Kamera guckt, ist der Lichtkegel trotzdem noch hinter einem. Mhm. Aber ich weiß es nicht, ob es in Uncharted 1 dementsprechend sogar logischer war. Ach so, hier jetzt war wieder so ein Aim-Clipping, da muss man sich durch die Wand klippen und direkt danach einen Sprung machen, weil da so eine kleine Gap ist, wo man dann halt, ja, ohne Collisions dann durchfallen würde und sterben würde. Deswegen hat er jetzt gerade einen Checkpoint gerestartet. Mhm. Man könnte auch einfach ganz normal aus diesem Tempel rauslaufen, das wäre jetzt, ja, 10 Sekunden Unterschied vielleicht, aber das sind halt 10 Sekunden, ne? Und außerdem ist jetzt hier der nächste Checkpoint. Normalerweise wird jetzt so eine Kameraschwenkung auf das U-Boot kommen, was jetzt, wir jetzt erst hier sehen, das Nazi-U-Boot mitten im Dschungel, logisch, man kennt's. aber dadurch spart man halt insgesamt am meisten Zeit, weil sonst würde noch ein Film kommen und... Ja, durch diesen einen Glitch, wo man erst denkend nur 10 Sekunden spart, spart man letzten Endes ja eine Minute, anderthalb mindestens. Oh, wow. Ja, hier glitcht man sich jetzt auch wieder nochmal durch mit dem Aim-Clipping. Dann spielt man auch wieder 5 Minuten, ja, 5 Minuten Gameplay ungefähr. Jetzt sind wir nämlich in dem U-Boot drin, im nächsten Kapitel schon. Ohne, dass jetzt angezeigt wurde, dass schon das nächste Kapitel angefangen hat. Ja, ist halt generell sehr nützlich. Kann man schneller durchkommen, wie mit jedem Speedrun-Glitch. Soweit ich weiß, kann man den nur nicht so schnell machen, weil ich habe mal versucht, da ist mein Glitch immer, mein Spiel immer abgestürzt. Oh. Nicht schön. ja, weil man dann halt irgendwie zu schnell da durchläuft. Man muss ein bisschen Zeit lassen, ich weiß nicht. Kann auch sein, dass ich einfach zu weit reingelaufen bin, dass ich da in so eine Art, ja, Dead Zone gelaufen bin, dass das Spiel dann immer abstürzt oder so, weil der hat ja gerade einen Checkpoint Restart gemacht und ist jetzt auf einmal im U-Boot drin gewesen. Ja, ist halt generell, muss man dann aufpassen, darf man nicht zu weit reinlaufen. Inwiefern Zeitabzug, Clock Bash? Also wenn man zum Beispiel einen Checkpoint restartet, dann wird der In-Game-Timer zurückgesetzt auf den, auf die Zeit, wo man den Checkpoint, ja, gestartet hat, wo man dann halt zurückgesetzt wird. Aber die normale Speedrun-Zeit hier, die untere Zeit, wird dann weiter hochgehen, die wird nicht pausiert, die wird nicht zurückgesetzt. Also im
Ja, groß im Ganzen verliert man ein bisschen Zeit, wenn man einen Checkpoint Rift hat, ne? In-game aber halt nicht. Das Leaderboard wird ja sowieso RTA genommen, ne? Also Real-Time-Attempt. Ne? Ja, genau. Okay. Ja, das also, ist jetzt mit der In-game-Zeit, ist nur zur Verifizierung, deswegen kann man ja, zum Beispiel auch, es gibt, das hier ist jetzt Any% PS4 No Airwalk, dann gibt es noch die mit Airwalk-Version. Aber es gibt ja in-game auch nochmal diesen extra Speedrun-Modus. Das ist jetzt hier mit der In-game-Zeit, die da oben rechts ist. Sonst, ja, die muss man halt spielen, sonst wird der für speedrun.com gar nicht legitimisiert. Mhm. Also darf man den halt gar nicht submitten. Sonst wären die Leaderboards auch, ja, 20 Minuten. Eben. Ich glaube, da gibt es sogar eine extra Kategorie noch für, ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Ich meine, ich finde so einen Ingame-Timer allein deswegen schon nützlich, weil er halt, das ist sowas wie Splicen, also Videos zusammenschneiden, um dann so einen Run zu fälschen, weil das deswegen damit nahezu unmöglich gemacht wird. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum der, warum man den benutzen muss, warum man den Speedrun-Modus benutzen muss. Aber man sieht ja oben schon, also die oberste Zeit, dieses Total, ist natürlich die Gesamtzeit laut dem Spiel. Wenn das mal mit dem Timer unten vergleicht, sind halt, jetzt muss ich mal kurz gucken, 22, 23 Sekunden Unterschied im Moment schon. Das ist halt, weil der Ingame-Timer pausiert bei Ladebildschirmen, pausiert bei, oder wird zurückgesetzt bei Checkpoint-Restarts, bei Toten auch. Aber das ist auch nochmal ein Tipp, wenn man, wenn man zum Beispiel stirbt, kann man auch noch ganz schnell einfach das Spiel pausieren, den Checkpoint neu starten, um dass man halt die Zeit nicht verliert, weil wenn man, also die Ingame-Zeit zumindest nicht verliert, wenn man zum Beispiel für die Trophäe jetzt den Speedrun macht, dann zählt natürlich nur die Ingame-Zeit. Stirbt man, macht man schnell den Checkpoint Restart und verliert keine 10 Sekunden, die man sonst durch den Tod verlieren würde. Mhm. Ist die Trophäe denn so weit realistisch erreichbar? Also normalerweise auf jeden Fall. Achso, okay. Ist ja bei Speedrun-Trophäen meistens so, dass ein echter Speedrunner da eigentlich nur drüber lächeln kann, über die Zeit, die da benötigt werden. So. Okay. Das finde ich aber das gut. Ist halt, na, die Speedrun-Trophäe ist halt für einen 100% Speedrun, das hier ist jetzt Any%. Mhm. Weil ich habe zum Beispiel auch schon mal Uncharted 1 für die Trophäe gespeedrunnt als Any%. Dann hatte ich am Ende nur, was war das nochmal, 70, vielleicht 80% geschafft von dem Spiel. Deswegen habe ich die Trophäe nicht bekommen. Okay, das ist ärgerlich dann. Ja. Aber so eine Speedrun-Trophäen oder Speedrun-Achievements sind halt auch immer ein guter Weg, um zumindest das Interesse an so einem Speedrun auch zu wecken. Mhm. Und jetzt hier, wenn man hier durch die, nur wegen diesem einen Aim-Clipping-Glitch hier durch diese Wand überspringt man, ich weiß nicht mehr, irgendwie 3 Stellen, wo man eigentlich alle zusammen eine Riesenmenge an Gegnern töten müsste. Mhm. Dadurch kommt aber auch ein Checkpoint oder ein Trigger nicht, den man eigentlich bräuchte, um zur nächsten Stelle weiterzulaufen. Dadurch muss man wieder diesen Glitch mit dem Rollen zu einer höheren Stelle von eben nochmal verwenden, damit man da überhaupt weiter kann. Mhm. Aber das ist auch... Ja, hier zum Beispiel würden jetzt normalerweise Gegner von der Mini-Klippe hier oben runterkommen. Dann auch wieder, muss man weniger Gegner töten, braucht man weniger Zeit. Ist in sind halt schwierigeren schlechter. Schwierigkeitsgraden einfacher. Oder sie sind einfach noch nicht vorbereitet, dass wir so früh schon hier sind an der Stelle. Packen gerade mal ihre Waffen zusammen. Na, hier von dieser Klippe darf man nicht runterspringen, weil dann stirbt man schon. Wenn man runterrollt oder runterfällt, so wie er jetzt gerade, dann überlebt man es noch. Das ist ja so, hier sieht man jetzt wieder den mit dem Überrollen und Hochspringen. Jetzt hier ist es egal, ob man durch die Tür glitscht oder ob man drüber springt, da spawnen die Gegner. Warte. Ja, die spawnen hier so oder so noch nicht. Das hier ist jetzt, soweit ich weiß, das ist der schwierigste Aim-Clip im ganzen Spiel. Normalerweise, da ist die Wand so ein bisschen dicker, da liegen noch Steine auf dem Boden. Das ist, generell halt einfach ein bisschen komplizierter zu machen. Aber ab hier kommen jetzt auch wieder ganz normal Gegner. Was gibt's noch zu erzählen?
Im Grunde immer nur zu dem, was passiert jetzt, kann man das sagen. Ja. Also so die grundlegenden Mechaniken, die Tricks und Glitches hast du ja soweit schon erklärt. Ja, viel mehr gibt es auch nicht mehr wirklich. Also ein Glitch ist jetzt. Also im Endeffekt wiederholt sich das Ganze jetzt. Mhm. Ich meine, im Chat könnt ihr natürlich gerne immer noch Fragen stellen. Ne, und wir versuchen das also in erster Linie natürlich Star Warrior versucht das dann so gut wie möglich zu beantworten. Ja, Pierce ist auch wieder ein Checkpoint, hat der jetzt da gerade der Wildfire gerade gesagt. Mhm. Weil da ist jetzt ab diesem Aim-Clipping-Glitch ganz am Anfang von dem Kapitel vor über 2,5 Minuten bis hierhin war kein einziger Checkpunkt. Das heißt also, wenn man einmal irgendwo runterfällt, was in diesem Spiel noch ziemlich einfach geht, weil das Klettern da kritisch die Steuerung dafür ist, sagen wir mal so. Ja, wenn man da halt runterfällt, darf man direkt von Anfang an wieder neu starten, vom Kapitel zumindest. Und das ist halt, ja, 2 Minuten timelos ist schon, kann man eigentlich direkt komplett neu starten. Genau. Aber gut, beim Event jetzt nicht unbedingt, aber normalerweise. Ja, ich glaube, ich habe das sogar, weiß nicht, bei mir im Speedrun, auf dem, ja, den ich da gemacht habe, den Andy% Speedrun, den ich sogar gestreamt habe. Ich weiß nicht, ob der noch online ist, auf YouTube wäre der dann. Aber da habe ich auch den kompletten Run bis hierhin gemacht und dann verkackt, bin ich da runtergefallen irgendwo, weil ich ja nicht richtig geklettert bin. Mhm. War schon ziemlich frustrierend. Ja. Ich wusste halt noch nicht mal, dass es da noch überhaupt gar kein Checkpoint war. Das erfährt man dann immer auf dem harten Weg. Ja. Sowas. Ui, jetzt ist eine Möglichkeit kaputt gegangen, wie er sich weiterglitschen konnte. Hier gibt es aber noch eine andere, die ist genauso einfach. Da muss man. Ja, der ist nicht funktioniert. Ah, ja. Man springt über die Deckung und ist auf einmal in der Collision vom Baum drin, kann weiterlaufen. Und hier, normalerweise wird man jetzt einen Trigger bekommen, dass man da Kreis drücken muss, um aus so einer Bike-Falle sozusagen rauszukommen. Aber die sind jetzt gar nicht aktiviert erstmal. Gleich sieht man auch ein bisschen, dass die Lichteffekte ein bisschen rumglitschen, weil normalerweise sollte man halt erst viel später hier hinkommen. Deswegen weiß das Spiel jetzt nicht genau, wie soll man nochmal das Licht sein? Eigentlich ist es jetzt gerade so. Sollte aber eigentlich jetzt so sein. Da nochmal in die Wand reingeglitscht. Ja. Oder in der Wand in Anführungsstrichen. Ja, hier ist es eigentlich auch, nur dass man so ein bisschen eine geradere Linie zur Burg da laufen kann. Die Burg ist jetzt noch nicht mal reingeladen. Hier sieht man gerade, da geht so ein bisschen eine Liliane hoch. Da ist aber eigentlich die Burg. Die Klettergriffe sind schon eingeladen. Aber ab jetzt erst die Burg. Aber lustig, macht er den? Nee, den macht er nicht. Ja, an der Liliane gibt es auch nochmal einen Glitch. Da kann man irgendwie, ich glaube, rollen und an die Liliane klettern gleichzeitig, dann wird man hochgeglitscht, dann wird man hochgeschleudert. Aber dann ist es auch eigentlich nur auf gut Glück, wo man dann hinfliegt, wo man hinfällt, ob man stirbt, ob man überlebt. Man kann ganz glücklich sein, dass man einen richtig glücklichen Launch bekommt. Mhm. Zum Beispiel genau hier hin oder da vorne vor das Tor, wo er jetzt dich gleich nochmal durchglitschen wird, kommt. Aber kann halt auch komplett unglücklich sein. Also für einen Marathon, für so ein Event dann eher ungeeignet. Ja. Und mit den letzten 2 Aim-Clipping-Glitches, das heißt ganz am Anfang von der Burg und jetzt hier gerade nochmal durch das Tor, haben wir auch wieder gut 5 bis 10 Minuten Gameplay übersprungen. Oh, wow. Das geht schnell in diesem Spiel. Genau. Oder eher gut, ich würde eher sagen 5 Minuten. Ich möchte jetzt nicht zu schnell zu viel sagen. Kannst du dich noch dran erinnern? Achso, Entschuldigung. Nee, red erst mal. Ja, hier kann man jetzt auch einfach wieder durch das Tor da vorne sich durchglitschen. Aber das ist ein anderes Tor. Da muss man sich einmal auf die eine Seite glitschen, dann wieder auf die andere Seite zurück, weil hier jetzt gerade, wo das mit der Kette ist, man muss die Tür mit der Kette öffnen. Mhm. Weil sonst, hier sieht man jetzt gerade auch wieder so eine Kette auf der anderen Seite. Die kann man zum Beispiel nicht benutzen, wenn man die Türe hier nicht mit der Kette geöffnet hat. Das heißt, da wird man auch wieder das Spiel softlocken. Da muss man einmal raus. Einmal rein, einmal wieder raus, dass man halt diese Kette benutzen kann. Jetzt hier glitscht er sich in die Wand rein, um direkt da drüben hier hinzukommen. Normalerweise müsste man erst die Kette auf der linken Seite benutzen, damit dann das Wasser ein bisschen
ja, ansteigt, dass man überhaupt auf der rechten Seite hochklettern kann. Jetzt macht das direkt auf der rechten Seite, dann geht es direkt komplett zum Maximum hoch. Mhm. Ja, genau. Da kann halt direkt, ja, geht ein bisschen schneller. I'm safe. Wie eigentlich alles. Schon wieder nächstes Kapitel. Man sieht wieder nicht, welches es ist. Ich sehe hier unter anderem auch die Kategorie Any% New Game Plus. Was hat man im New Game Plus alles zur Verfügung? Weißt du das jetzt so aus dem Kopf? Weiß es nicht mehr genau, was. Dann wird es wahrscheinlich so das Übliche sein, also weiß ich, irgendwelche Waffen und dergleichen. Ja, die Waffen sind so oder so eigentlich, dass man die aufsammeln kann. New Game Plus bin ich gerade immer überlegen. Eigentlich gibt es da keine Vorteile von New Game Plus, also zumindest weiß ich jetzt gerade keine. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern die New Game Plus meinen. Ich weiß es auch nicht, ich hatte es nur gesehen und hätte sein können, dass du das beantworten kannst. Vielleicht ist es auch wieder irgend so ein Ding, was, also das Spiel an sich bietet gar kein wirkliches New Game Plus, weil die machen halt irgendwie sowas draus. Gibt es ja bei Super Metroid zum Beispiel auch so eine Kategorie. Naja, weil das Spiel an sich bietet auch eigentlich keinen New Game Plus an. Okay. By firing down the stairs is also quicker than the normal. So, und erstmal durch die Burg rennen, ist ja immer noch die Burg hier, ne? Ja, genau. Aber dem ganzen Out of Bounds und so, ja, weiß man aber nicht genau, ob er jetzt noch in dem Gebiet ist oder schon in dem. Ja, das ist mittlerweile, wann habe ich das jetzt mal was erklärt? Von... Ja, genau, da sind wir in diesen großen Vorhof sozusagen, wo die ganzen Gegner waren, reingeglitscht. Da ist er dann links in den Raum reingelaufen. Da muss man auch reinlaufen, weil sonst wird der Kampf, den er gerade aktiviert hatte, nicht getriggert. Der muss aktiviert sein, weil sonst kann man ganz am Ende von diesem Kapitel eine Cutscene nicht triggern, die halt eine Ingame-Cutscene ist, die man nicht überspringen kann, die man angucken muss. Mhm. Ja, dann ist er halt da durchgelaufen, hat sich wieder durch eine Wand geglitscht, weiter laufen. Ja, das war ja eigentlich ziemlich selbsterklärlich wieder. Mhm. Aber man sieht schon so einen gewissen Unterschied zu Uncharted 3, was du ja jetzt letztens auch gerade kommentiert hattest. Also das hier ist halt deutlich glitchlastiger, das Ganze. Ja. Also dagegen ist Uncharted 3 richtig sauber programmiert. Mhm. Man da ja auch so ein paar Mechaniken nutzen kann. Ja, gut, ich weiß es nicht mehr. Kann sogar sein, dass das hier viel mehr scheint, dass das ja, viel mehr Glitches hat, weil im Endeffekt ist es ja nur das mit dem hier und da mal über eine Deckung springen, dann ist man in der Collision von einem Baum, wie jetzt gerade eben. Mhm. Das mit dem Aim-Clipping. Es gibt noch einen anderen Glitch, den gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, in allen drei Uncharted-Teilen. Mhm. Ja, den kann man in gewisser Weise in allen drei Uncharted-Spielen verwenden. Ja, aber hier sind, glaube ich, von der Anzahl her die mit die wenigsten Glitches, würde ich sogar behaupten. Okay. Vielleicht. Weil die aber kann die werden man halt am häufigsten jeweils verwendet. Genau, das wollte ich mich gerade sagen. Also für den Speedrun kann man die hier halt deutlich besser nutzen, als weiß ich, die Sachen in den anderen Teilen. Also zum Beispiel in Teil 3. Mhm. Ja, zum Beispiel in Jedi Fallen Order gibt es ja sogar so einen Flugglitch, da kann man, muss man einfach nur zwei Knöpfe spammen und man kann überall hinfliegen. Mhm. Kann man natürlich auch dann überall verwenden eigentlich, sobald man den benutzen kann. Aber es ist und bleibt halt trotzdem nur ein einziger Glitch. Ja. So, hier kleiner Rail-Shooter. Hatten wir in Uncharted 3 auch eine Sequenz. Ja, da gibt es generell in so mehr oder weniger Rail-Shooter gibt es in allen drei Spielen. Jetzt in Uncharted 3 war es ja auf den Pferden, oder meinst du das? Ja, genau. Das meinte ich. Ja, in Uncharted 2 gab es auch wieder. Da durfte man auch wieder auf Trucks umherlaufen. Okay. Gab es ja auch einmal diese Stelle, wo man dann am Rücken von einem Truck sozusagen ist, mit einem Granatwerfer. Ist auch wieder ähnlich zu der hier, zu der Stelle hier gerade. Mhm. Mit dem Granatwerfer macht es, glaube ich, viel mehr Spaß. Ja. Aber in Uncharted 2 war es jetzt ein Only-Granatenwerfer, das heißt, man konnte nur Granaten schießen.
Hier kann man jetzt normale Munition und Granaten geteilt schießen. Granaten sind halt viel seltener oder brauchen halt viel länger zum Nachladen. Mhm. Und Munition ist unendlich, braucht nicht nachladen werden. Yeah. Okay. Schön am Baum hängen geblieben. Ja. Das ist natürlich auch ein ziemlicher Kack-Kapitel hier für diejenigen, die das Spiel auf brutal durchspielen wollen. Man hat keine Möglichkeit, von den Gegnern abzuhauen. Man muss alle direkt töten und man selber stirbt in 1 bis 2 Schüssen. Mhm. Also man hat keine Möglichkeit, sich vor denen zu decken. Das ist, hier ist es wirklich so, da muss man, eigentlich ist genauso wie 6 Sechsen am Stück zu würfeln, das hat nichts mit Skill zu tun, vielleicht ein klein bisschen, aber auch nicht wirklich viel. Die Wahrscheinlichkeit Forscher, kann ich mir jetzt gar nicht ausrechnen. Also bis zu 3 Sechsen könnte ich die Wahrscheinlichkeit jetzt tatsächlich aus dem Kopf sagen, weil ich das früher halt öfter mal benutzt hatte. Ja, aber 6 Sechsen ist dann ja, also 3 Sechsen wären halt 1/216, so nebenbei. Dann nochmal 6 und nochmal 6 und nochmal 6, nee. Zahlen ungefähr hin. Meiner Vorstellungskraft. Oh. Da hatte ich auch viele Pausen mir genommen zwischendurch, einfach um mal ein bisschen runterzukommen. Mhm. Ich glaube, das muss man irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch, ansonsten hat man so einen kleinen Burnout bei so einem Spiel. Ja. Vor allem, wenn man dann halt, keine Ahnung, ich sag mal 100 Versuche hat und dann seine PB in den 100 Versuchen am Stück trotzdem nicht geknackt hat, dann sollte man vielleicht ein bisschen Abstand nehmen, weiß ich, ein halbes Jahr Pause vielleicht mal machen und dann nochmal neu angehen. Vielleicht werden bis dann auch neue Tricks gefunden, weiß man ja nicht. Ja, genau. Ja, das kenne ich selber auch. Ja, das Coole in diesem Spiel ist jetzt, es gibt Glitches, da kann man wirklich 1 oder 2 Kapitel direkt hintereinander überspringen, dass man da noch nicht mal sozusagen reinkommt. Mhm. Und das Geile ist halt mit Brutal, wenn man die überspringt, die werden angezeigt als abgeschlossen in Brutal. Also man muss da manche Kapitel überhaupt gar nicht mal anzocken. Oh, und man hat die trotzdem als Brutal abgeschlossen. Oh, das ist natürlich praktisch. Ja. Und einmal wieder durch die Wand durch oder in die Wand. Naja, doch, durch die Wand durch. Ja, irgendwie so ein Mittelding, so ein bisschen steckt da immer noch in der Wand drin. Ja, weil der Boden hier ist viel zu klein, da fällt man schnell runter, der hält sich auch nicht an der Wand fest. Mhm. So hat man auch wieder einen Kampf übersprungen, der je nach Schwierigkeit brutal bestimmt, je nachdem wie gut man es eine halbe Stunde dauern kann, auf Forscher natürlich dann 5 Minuten, 2 Minuten. So, hier diese Fässer, wenn man dagegen fährt, das ist ein Instant-Tod. Gut. Hab ich nicht gesagt. Okay. Nee, sind fast Instant-Tod, wie man gerade sieht. Und wenn die zu nah an einem selber explodieren, dann stirbt man auch davon. Also das ist... Ja, wenn man zum Beispiel irgendwie... Ja, Collision Box ist ein bisschen größer, als man erst denken würde, wenn man die sieht. Also man fährt schnell rein. Und die Steuerung auf dem Jetski ist auch sehr nervig. Das ist, man fährt sehr schnell da rein, obwohl man es nicht möchte. Mhm. Jetzt hier der Checkpoint Restart wurde auch wieder gemacht, weil normalerweise, wenn man hier an dieses Ufer fahren würde, um vom Jetski abzusteigen, wird man ja mit 1 km/h ungefähr fahren. Und mit dem Checkpoint Restart ist man trotzdem mit diesen 15 km/h. Ich kann schlecht schätzen. Und jetzt durch diesen Aim-Clip-Glitch haben wir wieder 5 Minuten, nee, ich glaube sogar noch mehr, 10 Minuten Gameplay-Besprung. Case, das kann durchaus sein. Also es gibt ja solche Railgun-Shooter, da muss man einfach nur eine Weile durchhalten. Also sowas gibt es definitiv. Yeah, this area, if I die, then the game doesn't know where to place me if I try to restart checkpoints, so I will have to... Ja, jetzt gleich hier ist dann auch das mit dem Glitch, wo ich eben gesagt habe, da gibt's 2 Möglichkeiten durchzuglitchen. Die eine ist halt mit Gegner, die andere ist ohne Gegner. Die ohne Gegner dauert aber viel länger, das heißt, wenn man auf Brutal spielt, kann man das mal machen. Ich hab's versucht, ich hab's trotzdem verkackt. Hier macht man natürlich die Version, um schneller durchzukommen. Die Gegner sind kackegal, weil man tötet die nach maximal 2 Schüssen. Mhm.
Und man glitcht so oder so wieder durch. Also, da ist wirklich, Gegner sind hier, scheißegal. Der Case schreibt gerade, dass du eventuell so einen kleinen Delay hast. Kann es sein, dass du den Restream guckst, also unseren Stream? Nee, ich gucke den normalen Stream, aber ich kann mal neu laden. Ich kann ja auch dann, wenn du neu geladen hast, mal meine Zeit ansagen, dann kannst du, dann siehst du ja, wie weit du davon entfernt bist. Ja, bei mir ist 29,7, 8, 9, 10. Okay, na, dann bin ich ungefähr 3 Sekunden vor dir. Naja, gut, aber es ist noch erträglich, sag ich mal. Selbst wenn du jetzt so 2-3 Sekunden Delay nach hinten hast. Schlimmer wär's, wenn du vor dem Video wärst. Dann würdest du nämlich irgendwas erzählen, was noch gar nicht zu sehen ist auf dem Bildschirm. Das ist dann ein bisschen nerviger für den Zuschauer. Ja gut, ich habe gerade auch beide Streams offen. Ach so, also ja. Also für den Chat halt den Realstream. Mach den mal auf 160p. Ja, ich pausiere den einfach immer. Das geht auch. Ach so. Ja gut, stimmt. Brauche ich nicht jedes Mal wieder umstellen. Ja. So, was ist jetzt gerade nochmal passiert? Er ist... Warte, wo waren wir? Ist klar, Amy, dann gute Nacht und so. So, auf alle Fälle fahren wir jetzt einfach nur durchlaufen, Scheiß auf Gegner. Also muss das sein im Speedrun. Ja. Gegner sind nur schmückendes Beiwerk. Oder letztes Mal. Gerade, glaube ich, Kapitel 11 haben wir sogar. Das war eins der Kapitel, die wir einfach nur komplett ganz normal durchlaufen und die trotzdem in 2 Minuten, einer Minute abschließen. Oh, hier wow. Auch. Hier fahren wir durch, sind immer auf dem Gas, machen einfach nur Blindfeuer. Das ist das Gute an Uncharted 1, wenn man hier Blindfeuer macht. Die Bullets sind sozusagen, ja, wie nennt man das nochmal? Zielsuchen? Also die finden halt, ja, Zielsuchen mehr oder weniger. Also die gehen halt immer automatisch zum Ziel, so in die Richtung. Das heißt, man kann Blindfeuer machen. Man muss natürlich das Ziel schon auf dem Bildschirm haben. Aber man sieht hier an den Fässern, die werden die ganze Zeit getroffen, spätestens nach dem dritten Schuss. Manchmal ist man auch ganz unglücklich, da werden die gar nicht getroffen. Dann denkt man sich so, ja, trifft doch mal endlich, dann ist es direkt neben einen. Dann kriegt man wieder Schaden oder stirbt sogar, genau. Ja. Aber jetzt, warte, ist man jetzt schon durch? Nee, noch nicht. Aber das war schon eigentlich das Schwierigste von Fights her. Okay. Dem Kapitel. Er hatte ihm auch gesagt, das war so die erste Hälfte jetzt. Also ich denke mal von der Flussfahrt. Ja, vom Spiel haben wir ja schon 3/4 durch. Oder ich wollte vorhin auch schon fragen, wie viele Kapitel gibt es in dem Spiel jetzt? Ja, genauso wie in Uncharted 3 und mehr oder weniger auch in 4, 22. Ah, okay. Uncharted 2 war das Einzige, wo es 26 gab. Mhm. Oh, okay. Da ist er jetzt gestorben am Fass. Richtig. Okay, und bei der Mitte war jetzt auch ein Checkpoint wenigstens. Also muss er nicht die ganze Flussfahrt nochmal machen. Das wäre ein bisschen, das wäre richtig ärgerlich sogar. Ja. Ich meine, selbst das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, weil er halt trotzdem ein bisschen Zeit verliert. Ja, aber es ist... Ja doch, wenn man hier so mehrere von diesen unglücklichen Toten hat, dann ist ist das schon ziemlich viel. Wahrscheinlich dann auch nur Z-Grund, so spätestens nach dem zweiten Tod an der Stelle. Ja, manche machen sogar schon am ersten Tod, ab dem ersten Tod, denke ich mal, oder? Na gut, da kommt immer darauf an, was man sich als Ziel gesetzt hat. Wenn man seine bis dahin eher schlechte PB verbessern will, dann kann man vielleicht mit einem Tod noch leben. Wobei viele Speedrunner sagen ja, selbst wenn ein Run mal richtig schlecht läuft, man sollte ihn immer komplett durchziehen. Weil ich kenne das von mir selber bei einigen Speedruns, dass ich den Anfang immer ziemlich gut kann, aber dann zum Ende hin ziemlich schlecht bin, einfach weil mir jetzt in den Endgebieten dann die Übung einfach fehlt. Ja, wollte ich gerade sagen, weil dann spielt man ja immer durch, man verkackt, fängt nochmal von Anfang an, dann spielt man den Anfang so 10.000 Mal, am Ende ist man vielleicht von den 10.000 100 Mal angekommen. Richtig. So verhältnismäßig. Wobei, gut, wenn man 10.000 Mal gespielt hat und selbst das Ende 100 Mal, ich glaube, dann ist man trotzdem gut. Hat man trotzdem genug Übung. Aber gerade wenn man mit dem Speedrun gerade angefangen hat oder den noch nicht so lange runnt, oder das Spiel dann noch nicht so lange runnt, sollte man eigentlich die Runs immer beenden. Es sei denn, wirklich ganz am Anfang passiert irgendwas in einem langen Speedrun. Na, also zum Beispiel den ersten 2 Minuten, je nachdem, was für ein Spiel. Genau.
Ich sag mal, so ganz blödes Beispiel, wenn ich so einen 10-Stunden-Run hätte und nach 2 Minuten schon feststeht, das kann gar kein neue PB mehr werden, dann würde ich halt auch resetten. Dann brauche ich mir die 10 Stunden dann nicht antun. Oder 9 Stunden, 58 Minuten dann ja nur noch. Ja. Aber so 10 Stunden Runs, das sind schon... Ach, die sind hart. Ja. Ich hab's ja bei Breath of Wild. Der 10-Stunden-Run, den ich jetzt so mehr oder weniger überhaupt kenne, ist von Horizon Zero Dawn, ist das auf der PS4 der Platin-Trophäen, oder nee, ich glaube sogar der alle Trophäen-Run. Ah, oh, okay. Der ist, glaube ich, sogar 16 Stunden. Oh. Weil das ist halt das Spiel plus die Extension, also plus den DLC. Mhm. Gab's sonst noch irgendwas? Weißt du, welches der längste Speedrun der Welt ist? Also der längste auch durchgeführte? Nee. Button Characters, Eternal Wings and the Lost Ocean, 100%. Und 340 Stunden. Ja. Viel Spaß. Richtig. Also ich habe jetzt eher weniger Lust. Aber grad, ich habe zu lange nicht mehr erklärt zu dem Speedrun. Achso, ja, okay, Entschuldigung. Ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile... Ich glaube, ich habe so alte Speedrun-Videos hiervon geguckt. Achso, okay. Also sind immer mal so ein paar neue Sachen drin, ja, die du jetzt auch noch nicht kennst. Aber es ist ja auch mal ganz interessant, wenn man so als Speedrunner solche Sachen dann auch sieht, die man selbst nicht kennt. Oder ne, ja. In deinem Fall wäre es ja eher so Halb-Speedrunner. Ja. Ich glaube, das ist jetzt eine Bezeichnung, die du jetzt nicht unbedingt als beleidigend empfinden würdest, oder? Nee. Okay, gut. Das will ich ja auch nicht hier irgendwie dissen oder beleidigen versehentlich. Ja. Nee, aber ja, das Button-Kaitos-Ding, das täuscht auch ein bisschen. Ersten 4 Stunden sind Speedrun, dann hat man Shampoo, das muss 336 Stunden im Inventar bleiben, damit es sich verwandelt. Und diese 336 Stunden, die kann man ganz gemütlich durchspielen. Man muss nur das Menü kurz halten, weil da die Zeit nicht weiterläuft. Und das war's im Grunde. Du kannst schlafen nebenbei, kannst essen, arbeiten, alles Mögliche machen. Du musst halt nur die Konsole anlassen. Ja. Und ich denke mal, diese 4 Stunden Gameplay sind dann nötig, um das Item ins Inventar zu bekommen. Genau. Das will man halt so schnell wie möglich haben. Würde man tatsächlich schon in unter einer Stunde kriegen, aber man braucht für 100% noch ein paar andere Items, die man nur vorher kriegen kann. Die muss man dann ja auch einsammeln. Also es gibt auch eine Kategorie Shampoo-Percent, das ist halt das Item. Und die geht, ich glaube, so 45 Minuten. Ja. Also wenn man nur das eine Item holen will, kommt man schneller ran. Aber es ist halt ganz interessant, weiß auch nicht jeder. Ich glaube, wir haben doch sogar einen Comment dafür. Bin ich der Meinung. Moment, ich muss mal nebenbei gucken. Ja, doch mit AI. Oder auch nicht. Okay, gut. Dann halt nicht, Bot. So, hier haben wir jetzt wieder einen kleinen Kampf. Ja, den, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, man könnte hier rein theoretisch auch einfach durchlaufen, ohne die zu töten, aber das könnte dann sein, dass die einfach zu gefährlich werden irgendwann, weil das war jetzt gerade zum Beispiel schon der zweite Granatwerfer, Wurzli. Die können natürlich auch in Forscher kritisch werden. Man hat es ja eben gesehen, also selbst als wir normal gegen die gekämpft haben, haben wir schon einiges an Energie verloren. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Uncharted 2 war, das generell das Schwierigste war. Aber soweit ich weiß, sind in generell allen Uncharted-Spielen brutal, ist überall gleich schwer, glaube ich. Dass man da in 1-2, vielleicht 2-3 Schüssen stirbt. Aber Uncharted 3 fand ich bisher generell am einfachsten durchzuspielen. Auch auf den schwierigsten Schwierigkeitsgraden. Aber das ist auch ein ziemlich nerviges Kapitel mit so vielen Granatwerfer-Typen. He's a bit suicidal at times. Aber jetzt ist gleich auch schon wieder fertig. Da kommt jetzt nur noch ein bisschen Monster bekämpfen. Mhm. Ich will ja nicht spoilern, aber... seine PB liegt bei 42,57, genau. Also, ich meine, die PB würde er jetzt nicht erreichen, weil er ja doch irgendwo ein bisschen Zeit verloren hat. Aber ich sage einfach mal, 45 Minuten ist das realistisch. Mal Daumen. Ja. Okay. Ja, wenn ich jetzt mal überlege, was noch kommt, ist ja wie gesagt das mit den Monster bekämpfen. Sag erstmal noch nur Monster, bevor ich dann am Ende was genaueres sage.
Spannung soll aufrechterhalten werden. Hier, das sind nicht nur Monster, das sind spanische Zombies. Spanische Zombies? Ja, irgendwie so dem 16. Jahrhundert oder? Ja, 15. Ja, 16. Jahrhundert. Okay. Irgendwie so ungefähr. Auch brutal brauchen die natürlich alle ungefähr anderthalb Magazine, um überhaupt Schaden zu bekommen. Mhm. Okay, so viel glaube ich nicht. Weil mit der Pumpgun sind die zum Beispiel alle auf, auch auf brutal erst recht One-Hit. Okay. Die ganze Zeit am Überlegen nach einem Wortwitz für spanische Zombies. Yeah, Zombola. Irgendwie so, keine Ahnung. Der war schlecht, ich weiß. Ja, gut, mal, ich glaube, man kann die auch so ein bisschen. Yeah, that's ja, gleich kann man die so mehr oder weniger Nazi-Zombies nennen. Okay. Weil, Spoiler Warning. Jetzt gleich kommen wir in einen Nazi-Bunker. Mhm. Der ist natürlich auch Zombie-infiziert mit genau diesen gleichen Viechern, sind eigentlich auch diese Sombreros. Hast du gerade das Lachen verkneifen, als ich das gelesen habe? Weil der ist echt gut. Sombreros. Der Nazi-Bunker ist natürlich auch Sombrero überfallen. Da muss man auch ganz viele Sombreros töten. Man bekommt natürlich ganz im Nazi-Stil schön viele MP40s. Mhm. Ja. So. Aber Sombrero ist gut. Ja. Das ist. Den muss ich mir mal klauen, falls ich ihn mal irgendwo benutzen kann. Ja. Ja, hier ist durch den Tunnel läuft man, muss man noch ein paar von den Dingern abknallen. Ist egal, ob man die tötet oder nicht. Man muss einfach nur schnell genug da sein. Okay. Und der Nazi-Bunker, von dem ich erzählt habe, der Sombrero überfallen ist. Und den Sombrero sehen wir jetzt gar nichts mehr drin, weil wir skippen direkt raus und überspringen damit Kapitel 18, was wir jetzt gerade angefangen haben, Kapitel 19 und gehen direkt in den Anfang von Kapitel 20 rein. Oh, wow. Ja, 16 Sekunden. Das war's, was wir dafür gebraucht haben. 16 Sekunden für zwei Kapitel. Ah, wenn der ganze Run so schnell wäre, ne? Dann wären wir hier in zwei Minuten durch, so ungefähr. Also nicht ganz, aber. Ja, ist ja der Airwalk, der Airwalk One ist 20 Minuten, ich glaube sogar 19 Minuten, hat jemand geschafft. Ja, ich kann mal kurz nachgucken. Ja, gibt es glaube ich auf YouTube, ich weiß nicht, ob das auf speedrun.com auch angezeigt wird. Nee, wird nicht. Also es gibt halt, wie gesagt, Any% New Game Plus, das ist eine Zeit von 21 Minuten 05. Ansonsten ist nicht so in diese Richtung 20 Minuten. Ja. Any% PS3 wäre halt 44 Minuten 16. Ich weiß nicht, ob da der Airwalk mit drin ist, weil es hier nicht dabei steht irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ob das wieder so ein Glitch war, der auf PS4 geht, aber auf PS3 nicht, weil. Oh ja, das kann natürlich sein. PS4 gibt es auch so ein paar Tweaks, nennt man die, also Feineinstellungen. Da kann man zum Beispiel Super Slow Motion, schnellere Bewegungen, das ist dann zum Beispiel. Kann man natürlich im Speedrun-Modus nicht aktivieren. Mhm. Jetzt frage ich mich, warum er sich dadurch glitcht und nicht. Das ist sehr viel schneller. Okay. Weil normalerweise kann man sich hier durch den Altar durchskippen und dann muss man halt trotzdem noch so ein 10.000 Gänge runtergehen. Das ist jetzt nicht so Labyrinthgänge, sondern das ist ein offensichtlicher Weg. Aber man muss halt trotzdem diese Gänge runtergehen. Jetzt hat er die Gänge übersprungen und ist direkt hier. Und Kapitel 22 und damit direkt der Bossfight. Und das ist diesmal auch sogar nur der Bossfight. Oh, okay. Also der finale Boss. Ja gut, steht auch Showdown da. Ja. Und selbst dieses Kapitel ist noch nicht mal safe vor irgendwelchen Glitches. Man kann sich hier einfach durch den Container glitchen. Damit überspringt man sozusagen den ersten Kapitel oder den ersten Kampf. Hier gibt es sozusagen drei Stages oder ja, sagen wir mal vier Stages. Der letzte ist halt der Bossfight nur gegen den Boss im Nahkampf. Mhm. Den ersten und zweiten haben wir gerade übersprungen. Das hier wäre der dritte gewesen. Und damit sind wir im vierten. Okay, und letzten. Selbst der dritte ging ja dann sehr schnell. Ja. Ja, da war halt auch einfach nur durchlaufen, Gegner, scheiß drauf. Ich weiß nicht, springt er nach vorne drüber? Ja, er springt nach vorne drüber. Hier ist natürlich sehr tödlich, weil der tötet dich sehr schnell. Das ist eigentlich. Ja, man muss sehr schnell halt da sein, aber jetzt ist.
Was war noch, mal sein PB? So, yeah, timing's kind of seine PB so war, Moment, 42.09. Ja gut, dann ist er fast 3 Minuten, noch nicht mal langsamer, weil ist jetzt der Run vorbei. 42.09, also knapp 2 Minuten dann. Also nicht mal ganz. Ja. Aber insgesamt trotzdem eine sehr gute Zeit. Ja. Der größte Timeloss ist, glaube ich, tatsächlich auf dem Fluss gewesen, als er da gestorben ist. Ja, da noch kleine Cutscenes, bla bla. Ja, die das ist auch so eine unüberspringbare Cutscene. Mhm. Also, ja, die letzte aus Spiel. Also, solange man angucken. Danach keine Inputs mehr machen kann, ist es ja egal. Danach ist es nichts mehr. Genau. Okay. Ja, war ein schöner Run. War ein schönes Commentary. Vor allem danke nochmal, dass du so spontan noch eingesprungen bist als Kommentator.